Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, Seite 55 des Bundestagswahlprogramms der CDU zitiere ich: Die Zustimmung der Bürger zu Europa ist gestiegen. Umso verwunderter bin ich, dass hier, Herr Schiemann, das Bündnis starker Nationalstaaten in Europa ausgerufen hat, beziehungsweise ein weiteres Zitat: Weniger muss in Europa besser gemacht werden. Wow, Herr Schiemann, die sächsische CDU erfindet ihre Europapolitik seit Sonntag neu. Meine Damen und Herren, als ich das Debattenthema das erste Mal gelesen habe, habe ich spontan an den Brexit gedacht. Waliser, Schotten, Engländer, Nordiren haben in einem direkt demokratischen Verfahren, Herr Piwatz, guten Morgen, Sie sind auch da, danke, in Deutschland ein unvorstellbarer Vorgang, entschieden, die Staatengemeinschaft zu verlassen. Deutschland verliert also einen weiteren Nettozahler in der EU. Doch wäre es nicht besser gewesen, 28 Staaten zusammenzuhalten? Dann wäre es aber notwendig gewesen, die Bürokratie in Brüssel zu entschlacken, um auch den Verbleib der Briten in der Europäischen Union diesen zu ermöglichen. Meine Damen und Herren, wenn wir über einen starken Zusammenhalt von 27 Staaten in Europa sprechen wollen, müssen wir uns zwei Fragen stellen. Erste: Was sollten wir tun? Und die zweite Frage: Was sollten wir unbedingt unterlassen? Ich fange mit dem an, was man nicht machen sollte. Man sollte, lieber Herr Gebhardt, sich nicht an der Grundsatzrede von Herrn Juncker orientieren. Ich zitiere sinngemäß: Wenn wir wollen, dass der Euro unseren Kontinent mehr eint als spaltet, dann sollte er mehr als eine Währung einer ausgewählten Ländergruppe sein. Der Euro sei dazu bestimmt, die einheitliche Währung der Europäischen Union als Ganzes zu sein. Nun gut, Dänemark passt zu diesem Beispiel nicht, das ganz kurz, aber kein Problem. Diesen Satz, dass der Euro die einheitliche Währung aller europäischen Länder sein soll, widersprechen wir ganz entschieden. Was derzeit in den 19 europäischen Staaten nicht funktioniert, wie soll das in 27 funktionieren? Was sollte man aber nun tun, um Europa zu einen? Erstens, nur Länder mit vergleichbarer wirtschaftlicher Wettbewerbsfähigkeit und Stabilitätskultur sollten den Euro als gemeinsame Währung haben, wenn wir nicht zu nationalstaatlichen Währungen zurückkehren wollen. Zweitens, wir sollten die EU-Außengrenze und auch unsere nationalen Binnengrenzen effektiver schützen und uns eine reine Handelsunion wie in den 90er Jahren fokussieren. Und dann hat ein Europa eine Zukunft, Herr Schiemann, eine Zukunft mit starken Nationalstaaten. Und weiterhin müssen wir das Demokratiedefizit, Herr Gebhardt, das Demokratiedefizit in Europa beenden. Das Europäische Parlament hat kein eigenes Gesetzesinitiativrecht und das Stimmgleichgewicht bei der EU-Parlamentswahl ist auch nicht gleichgewichtet. Aber, meine Damen und Herren, Herrn Juncker geht es gar nicht um Spaltungsüberwindung oder wirtschaftliche Vernunft. Nein, ihm geht es einzig darum, das Projekt der Vereinigten Staaten von Europa um jeden Preis voranzutreiben, koste es, was es wolle. Liebe Kollegen, wenn Sie die 27 zusammenhalten wollen, arbeiten Sie endlich an den Konstruktionsfehlern des Euros und an den Konstruktionsfehlern der europäischen Demokratie. Ich danke Ihnen recht herzlich.